Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs-Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche gab es einen Batzen an Gratis-Produkten mit vielen Payback-Punkten. Während der Einkauf von Erfolg gekrönt war, konnte ich mit meinen zweifelhaften Kochkünsten diese Woche nicht auftrumpfen. Ich war etwas kochfaul, habe es aber trotzdem geschafft, auf Fertigessen zu verzichten, wie du gleich sehen wirst. Ich habe mir endlich Kürbissuppe gemacht. Gekauft hatte ich den Kürbis schon vor 3 Wochen oder so. Der hält ja auch ewig. Aber ich bin immer so kochfaul und dann liegt er halt bei mir rum, bis ich mich endlich aufraffen kann, mal ein bisschen Suppe zu kochen. Aber nun ist sie endlich fertig und ja, sie wird so 3 oder 4 Tage halten. Auch diese Woche gibt's wieder jede Menge selbstgemachten Coleslaw, fettarm, ohne Mayonnaise und zum Beispiel Wedges dazu. Heute Mittag hatte ich plötzlich Appetit auf Butterreis. Also ich weiß nicht, woher meine Eingebungen manchmal so kommen, aber ist halt so. Und einige werden jetzt sagen, ey, kannst doch nicht nur Reis essen. Doch, natürlich kann ich einfach nur Reis essen, genauso wie ich einfach nur Nudeln essen kann. Aber ich bin ja doch auf eine gesunde Ernährung bedacht. Und deshalb gibt es auch noch Coleslaw dazu. Der ist eigentlich so für abends gedacht. Aber ich habe da so viel von und es wird diese Woche auch noch jede Menge Coleslaw geben. Deshalb gibt es auch heute Mittag Coleslaw und eben mit Butterreis. Am Donnerstag bin ich bei Kaufland vorbeigekommen und habe dann dort gleich eingekauft. Und zwar Ballensalat im Angebot für 1,11 Euro das Stück. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, Skier im Angebot mit der Kaufland-App für nur 99 Cent. Da habe ich erstmal 5 Stück mitgenommen. Also ich war mit dem Bus unterwegs und normalerweise kaufe ich dann mit dem Fahrrad ein, auch gerade wenn ich mehr einkaufe, weil ich dann den Kram in den Fahrradkorb packen kann. Und ja, in den Rucksack ist halt nicht so viel Platz, deshalb habe ich erstmal nur 5 Stück mitgenommen. Und ich hole dann wahrscheinlich später nochmal welchen, weil ich den halt auch einfach gerne esse. So, dann habe ich eine Packung Philadelphia mitgenommen im Angebot für 95 Cent. Und mit der Smaggle-App gibt es nochmal 50 Cent Cashback auf Philadelphia. Meinen Salat mache ich ja auch gerne mit Hirtenkäse. Und dann deshalb habe ich diesen Patros mitgenommen. Der war im Angebot und zwar für 1,49. Und dann brauchte ich noch Bananen für meinen Bananenporridge, den ich morgens immer esse. Da habe ich erstmal nur 2 Stück mitgenommen, weil ich dann nochmal zu Edeka möchte diese Woche. Und die beiden Bananen haben jetzt 46 Cent gekostet. Und dann hatte ich gedacht, ich könnte in meine Suppe doch auch mal ein bisschen Würstchen machen. Habe ich Appetit drauf. Und dann habe ich geguckt, was ist im Angebot und wo ist die Packung nicht so groß. Und dann habe ich hier gesehen, Bärchen Geflügelschlawiner. Das ist genau das Richtige für mich. Die Packung ist eben nicht so groß. Es war im Angebot für 1,39 und da sind halt so schöne Bärchen auf der Wurst drauf. Das finde ich witzig. Würde ich an sich nie kaufen. Ich habe die auch als Kind nie bekommen, weil meine Mutter immer gesagt hat, die ist ja viel teurer als jetzt so andere irgendwie Mortadella, normale Mortadella oder so. Also ja, aber wenn man dann erwachsen ist und sein eigenes Geld ausgibt, dann kann man sich das ja mal gönnen. Würde ich wie gesagt sonst nicht machen. Aber es war eben im Angebot und die Packungsgröße sagte mir zu und dann passte das. Bezahlt habe ich bei Kaufland 12,57 Euro. Am Freitag war ich noch einmal einkaufen. Ich habe eine Pause des Dauerregens genutzt, kam sogar ein bisschen die Sonne raus und war mit dem Fahrrad bei Rewe und bei Edeka. Bei Rewe habe ich 3 Packungen Ariel geholt und zwar gibt es gerade wieder so eine Gratis-Testen-Aktion. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung. Man kann 3 Packungen Ariel gratis testen. Es müssen aber 3 verschiedene Sorten sein. Also einmal Flüssigwaschmittel, einmal Pulver und einmal Pots. Ja, das habe ich gemacht. Und dann war bei Rewe noch der Teekanne Ländertee im Angebot für 1,49. Den habe ich auch noch mitgenommen. Bezahlt habe ich 20,35 Euro und ich hatte noch Rewe-Guthaben von einer Payback
Punkte-Einlöseaktion von 15,45 Euro. Das heißt, ich habe im Grunde genommen für die Ariel-Produkte nichts bezahlt, weil ich die mit Payback-Punkten verrechnet habe. Dann habe ich darüber hinaus hatte ich noch einen Payback-Punkte-Coupon. Und zwar für Ariel-Produkte 100 Punkte je Produkt, also 300 Punkte. Ja, das heißt, ich habe für diese Gratis-Testen-Aktion zum einen nichts bezahlt, 300 Payback-Punkte gesammelt und werde dann das Geld für die Ariel-Produkte noch zurückbekommen aufs Konto. Da soll noch mal jemand behaupten, sparen bedeutet Einschränkung. Ne? Also ich kann nur sagen, sparen macht Spaß. Ja, dann war ich bei Edeka und da gab es einen Riesensack Kartoffeln im Angebot. 7,5 Kilo für 5,55 Euro. Und ich bin da ganz froh drüber, denn meine Kartoffeln sind alle. Das ist natürlich viel für eine Person, aber ich esse gerne Kartoffeln und ja, dann wird es abends wieder auf Wedges geben und ich habe noch jede Menge Kohl, den kann ich mit Kartoffeln essen und so weiter. Dann habe ich doch nochmal Bananen geholt, 3 kleine, die waren nicht im Angebot, aber da muss ich Montag nicht gleich wieder einkaufen. Die kosten 52 Cent. Tomaten im Angebot für je 1,99 das Kilo, sind jetzt 1,04 Euro. Und dann habe ich mir Lachgummis mitgenommen, weil ich, ja, ich habe manchmal einfach Appetit auf sowas Süßes. Also ich esse ja gerne Bitterschokolade, aber manchmal möchte ich dann doch ein bisschen was Süßes haben. Deshalb habe ich die mitgenommen für 89 Cent und dann habe ich noch in der Kiste, der reduzierten Kiste, geguckt, hier das Roast Turkey für 1,49 und da dachte ich, ich mache mir mal wieder so ein selbstgebackenes Sandwich-Baguette, das werde ich mir gleich machen, habe ich Appetit drauf und da habe ich die mitgenommen, bezahlt habe ich bei Edeka 9,02 Euro. Es gibt mal wieder ein mega leckeres, selbstgebackenes Sandwich-Baguette. Das Rezept verlinke ich dir. Ich habe hier einfach Skier und Vollkornmehl und dann ein bisschen Salat, Käse, Tomate und das gekaufte Turkey. Heute habe ich mir mal eine Pizza selber gemacht, was ich so da hatte, beziehungsweise wollte ich unbedingt meinen Käse aufbrauchen und da hatte ich eben auch Tomaten und ein paar Frühlingszwiebeln, die bei mir auf dem Balkon stehen und passierte Tomaten habe ich eigentlich auch immer da. Passt also alles perfekt. Diese Woche habe ich nach Abzug des Cashbacks und der Payback-Punkte 20,07 Euro ausgegeben. Damit war ich jetzt die letzten 5 Wochen immer unter 25 Euro und habe mich dabei in keiner Weise eingeschränkt. Es waren viele Markenprodukte dabei, Bio, natürlich viel Obst und Gemüse und auch teurere Sachen wie Tiefkühlpizza, Cola und Süßigkeiten. Wenn du deutlich mehr ausgibst, schau dir meine Videos an, schau, was ich kaufe und vor allem, was ich nicht kaufe. Und schau dir auch gerne meinen exemplarischen 35 Euro Wocheneinkauf an mit vielen Tipps, und ein Video, wie du mit deinen Einkäufen noch Geld verdienen kannst. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!